Mein Name ist Hermine Katzer, wir sind da in der Vorgartenstraße. Der Garten, den darf ich benutzen und dafür pflege ich ihn. Und es treffen sich da viele Freunde, Bekannte, Nachbarn. Und es geht eigentlich immer rund so im Garten. Ich gehe meistens zweimal in der Woche containern. Und das heißt auch in Deutschland dumpstern. Nachdem ich draufgekommen bin, dass so viele Lebensmittel vernichtet werden, sinnlos, ja, weil die meisten Menschen wollen alles bis zum letzten Augenblick frisch haben. Es werden tonnenweise Lebensmittel vernichtet. Es sterben aber so viele Kinder an Hunger. Also ich weiß schon, man kann diese Lebensmittel nicht dorthin transportieren, aber indem man ganz einfach sinnvoller mit den Lebensmitteln, mit den Ressourcen umgeht, könnte man eigentlich da wirtschaftlicher arbeiten und dann bräuchten wir nicht die Rosen aus Afrika importieren. Wir müssten auch nicht dort Getreide anbauen, wo eigentlich wasserarme Länder sind, sondern wir könnten, Österreich könnte sich selbst ernähren. Wir müssten nicht überproduzieren. Und diese Länder in Afrika und so, da würden die Transportkosten wegfallen. Ich sehe auch nicht ein, dass wir Gurken aus Spanien bekommen. Also es wird sehr viel Misswirtschaft mit Lebensmitteln betrieben und leider auch Spekulationen. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Geschäft, wo ich normalerweise dumpstern gehe. Und das Dumpstern habe ich am Wagenplatz gelernt. Da war der Wagenplatz noch in der Kimmelgasse im 11. Bezirk. Da habe ich mit meinen Lebensgefährten ein halbes Jahr gelebt. Und ich habe dann auch einen Schlüssel bekommen. Und nachdem ich das von den jungen Leuten gelernt habe, gehe ich natürlich weiter fleißig containern, weil das ist auch eine politische Aussage, das Containern gehen. Ja, meine politische Einstellung hat sich eigentlich schon mit 13 manifestiert. Ich war immer Anarchistin. Zuerst war ich nur Rebellin und mit 16 habe ich dann meinen Mann kennengelernt, meinen ersten Mann. Der hat mir sehr viel über den Vietnamkrieg erzählt. Also ich war auch schon mit 13 demonstrieren gegen den Vietnamkrieg. Ich finde, was jetzt mit der EU, die EU wird auseinanderdriften. Ich sehe das schon kommen. Ich habe vorgestern eine Sendung in Phoenix gesehen. Da haben sie diskutiert, aber normalerweise ist es ein relativ korrekter Sender. Nur in dem Fall sind das schon sehr nationalistische Töne hervorgekommen, dass sich eigentlich die Nationalstaaten wieder auf sich selbst besinnen sollten, anstatt den großen EU-Gedanken da weiter zu verfolgen. Was mich eigentlich sehr schockiert hat in der Sendung. Wie siehst du das mit dem Geldsystem auf uns zukommen? Ja, das Geldsystem, das wird sich leider Gottes auflösen. Also zum Glück, ja. Also ich bin jetzt vollkommen dafür, dass das Geld nicht mehr existiert. Nur die Menschen sind momentan noch abhängig von dem Geld. Und es wird so kommen, die kleinen Leute werden immer mehr besteuert werden, damit die Banken gerettet werden können. Das war der größte Fehler, dass wir die Banken retten. Okay. Ich weiß, es gibt auch viele kleine Anleger, aber besser, die verlieren wenig, ein wenig und dafür werden nicht alle anderen zur Kasse gebeten. Wann macht man das? Oder? Also ich gehe immer, wenn die Geschäfte geschlossen haben und die Lebensmittel weggeworfen werden, so um 9 Uhr am Abend. Da sind die Lebensmittel noch frisch, die sind oft sogar noch gekühlt und das Brot ist oft auch ofenwarm. Das wird ofenwarm weggeworfen. Wahnsinn. Also man beschädigt nichts, es ist kein Einbruch. In Deutschland ist es verboten, in Österreich ist es noch nicht verboten. Und leider bin ich draufgekommen, dass bei der Tafel, die Tafel hat ein riesiges Problem. Die bekommen zwar auch die Lebensmittel von den Supermärkten, nur die müssen auch den ganzen Müll mitnehmen. Und die haben derartige Unkosten wegen dieser Müllentsorgung, dass die praktisch sehr viel Geld zahlen, nur um diesen Müll auch zu entsorgen. Also es wird nicht von Geschäft aussortiert, was diese Menschen bekommen, sondern der ganze Müll wird ihnen mitgegeben und die müssen dann mühsam aussortieren, was sie brauchen können und nicht. Und es ist nicht jeden Tag irgendwas zu finden, dadurch nehmen sie aber jeden Tag auch den Müll mit. Ich bin eher gegen die sozialen Einrichtungen. Der Staat drückt sich vor der Verantwortung. Ich bin eher für das bedingungslose Grundeinkommen, dass jeder Mensch wirklich genug zum Leben bekommt. Wie kann das funktionieren?
Ja, indem ganz einfach die Wirtschaft, ja, also die Maschinen ersetzen ja immer viel mehr Menschen, indem ganz einfach die Maschinen genauso besteuert werden wie eine Arbeitskraft. Dadurch könnte man eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen aufstellen. Okay. Es ist kein soziales Netz vorhanden, weil keiner kann mit der Mindestsicherung leben. Okay. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre wirklich ganz dringend notwendig, dass jeder Mensch wirklich leben kann. Und wenn da immer das Argument von Faulheit kommt, das ist nämlich der größte Unsinn. Ich habe im Gegenteil, ja, die zwingen die Menschen zu wahnsinnig dummen Kurse. Eine Verkäuferin, die 30 Jahre im Verkauf gearbeitet hat, soll auf einmal lernen, wie sie mit Menschen umzugehen hat und lauter solche dummen Kurse. Aber es verdienen bei AMS wirklich diese Firmen wieder an den Arbeitslosen, die diese Kurse betreiben. Die verdienen am meisten damit. Und der Steuerzahler zahlt doppelt. Der Steuerzahler zahlt für die Kurse, für den Betrieb, der die Kurse macht, weil das ist privatisiert worden, und zahlt noch die Arbeitslose auch. Also damit wäre das bedingungslose Grundeinkommen auch schon wieder gedeckt. Von 1.500 Euro geht sich locker aus. Ah, der ganze Autoverkehr gehört aus der Stadt verbannt, nicht mehr Radfahrer und Elektro. Lieferwagen für die Firmen. Ich würde ja überhaupt eine Freifahrt auf allen Öffis machen, weil es geht, die E-Control hat ausgerechnet, es geht sich locker aus, wenn man die ganzen Öffis auf gratis umstellt. Und in Finnland haben sie es sogar schon gemacht, in einer Stadt. Estland. In Estland haben sie es sogar schon gemacht, in einer Stadt. Und das funktioniert? Und das funktioniert super. Ich würde das ganz einfach machen. Ich würde die Benzinsteuer derartig erhöhen, dass sie ganz einfach die Autos aufgeben müssen. Das kann er mehr leisten. Und dass wir, richtig, dass es keiner mehr das Fahren leisten kann, und das würde sehr rasch eindämmen. Und damit würde ich die Öffis finanzieren und auch ausbauen. Was ist an dem Konsumverhalten so krank in unserer Gesellschaft? Nein, die Menschen denken überhaupt nicht mehr nach, was sie essen, wie sie essen. Also es wird nicht mehr nachhaltig mit den Lebensmitteln umgegangen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, gut, ich bin ja auch schon älter, meine Mutter hat alles verwertet. Es wurde kein Brot, also für meine Mutter, die war katholisch, Brot wegwerfen ist eine Sünde. Und bei uns werden Unmengen von Brot weggeworfen. Also mir blutet immer das Herz, weil ich da immer an die Worte, ich glaube an nichts, aber ich meine, es ist trotzdem für in meinen Augen keine Sünde, aber eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung. Wenn man denkt, wie viel Aufwand es braucht, Korn zu säen, und die Arbeit des Bauern wird eigentlich missachtet. Und leider ist es in unserer Gesellschaft heutzutage so, die Kinder beißen einmal in eine Wurstsemmel und die Mutter erlaubt dann, dass die Wurstsemmel weggeworfen wird. Es wird ein Löffel Joghurt genommen und dann wird das ganze Joghurt weggeworfen, anstatt es wieder in den Kühlschrank zu stellen. Also es wird sehr nachlässig mit den Lebensmitteln umgegangen. Das Containern-Gehen schaut bei mir so aus, dass ich nach Bedarf container. Wenn ich dringend Brot brauche oder Lebensmittel, Obst, oder ich habe Lust auf Obst, dann schaue ich einmal nach, ob ich irgendwo was finde. Und da tut mir leid um jeden Cent, den ich in ein Geschäft tragen müsste, weil das ist ja wieder, was die neu kaufen müssten. Wenn ich das kaufe, müssen die das wieder neu bestellen. Und so vermindere ich eigentlich durch meine Verweigerung des Kaufes, dass die überproduzieren. Ja, also an Lebenskosten erspare ich mir fast alles. Ich brauche im Prinzip nur meine Zigaretten und für den Hund und für die Katze die Lebensmittel. Weil sonst würde ich auch nicht durchkommen. Ich bekomme 740 Euro Mindestpension und ich könnte mir nicht einmal Fahrscheine oder mein Handy leisten, wenn ich da für Lebensmittel auch noch Geld ausgeben müsste. Normalerweise würde ich in der Woche mindestens 50 Euro für Lebensmittel ausgeben müssen. Und ich brauche aber nur mehr Milch und hin und wieder Kaffee kaufen, und sonst erspare ich mir alles andere. Ja, Waschmittel hin und wieder, weil Waschmittel findet man nicht so oft, der Lädsachen. Das muss ich noch kaufen, zeitweise. Und wie gesagt, aber
die täglichen Nahrung wie Brot oder Gemüse, Obst brauche ich nie kaufen. Da vorne ist der Bennymarkt und da findet man wirklich auch sehr oft Toilettsachen, weil in der Halle ist auch der Pieper und auch der wirft wahnsinnig viel Sachen weg. So. So schaut der Müllraum normalerweise aus. Und da, bitte sehr. Das sind noch tadellose Lebensmittel. Da könnten wir uns eine Ananas mitnehmen für den Garten. Das sieht schon sehr schön aus. So, nehmen wir zwei mit. Das reicht zum Aufschneiden, haben wir Jause im Garten. Obst ist immer gut und erfrischend im Sommer. So leicht kann man sich ernähren. Ich liebe ja Kunst. Von Kirchen halte ich, also von der Kirche halte ich wenig, aber Kirchen als Gebäude liebe ich sehr. Der Pater Mario, der diese Kirche leitet, der stellt uns auch immer Strom zur Verfügung, wenn wir ein rotes Wohnzimmer machen. Wir schneiden da für die Kinder und für die Erwachsenen Brot und Gemüse und Obst auf und das wird dann hier gratis verteilt auf dem Platz. Der Pater Mario ist auch in seinem Herzen Kommunist. Okay. Erbt er das von der Kirche aus? Er macht es ganz einfach. Wir haben mit ihm öfter Veranstaltungen über rassismusfreie Zonen. Da hält er sogar Messen ab für Asylanten und für verfolgte Menschen. Am 28. September haben wir wieder rassismusfreie Zonen direkt vor dem Lokalflug. Und das ist eine überparteiliche Veranstaltung. Es macht Attac mit, SOS Mitmensch. Und da gibt es verschiedene Infotische und verschiedene Vorträge und Musiker. Wann ist das nochmal? Am 28. September.